Am Samstagabend wurde Fußball plötzlich zur Nebensache. Die Gedanken sind bei VfB Stuttgart-Star Christian Gentner, dessen Vater Herbert im Stadion verstorben ist. Nach dem 2:1 des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC gab Siegerkapitän Christian Gentner 33 am Samstagabend 15. Dezember bereitwillig Interviews. Da ahnte der Fußballer noch nicht, dass sich im VIP-Bereich auf der Tribüne Schreckliches abspielte. Sein Vater Herbert Gentner musste reanimiert werden. Zunächst war von einem Zusammenbruch die Rede, doch schnell wurde klar, die Lage ist noch ernster. Im Stadion war laut Bild.de zu hören, wegen eines medizinischen Notfalls ist die Veranstaltung beendet. Bitte gehen Sie nach Hause. Gegen 7:30 meldete der Verein, Herbert Gentner ist verstorben. Der VfB Stuttgart trauert um Herbert Gentner. Der VfB Stuttgart trauert um Herbert Gentner, heißt es in einem Statement. Der Vater unseres Mannschaftskapitäns Christian Gentner ist unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Stadion verstorben. Der VfB Stuttgart ist in diesen schweren Stunden mit seinen Gedanken ganz bei der Familie Gentner. Kaum vorstellbar, wie sich Christian Gentner, seine Brüder und deren Mutter nun fühlen müssen. Wir wünschen allen Angehörigen und Freunden in dieser schweren Zeit viel Kraft. Vater von VfB-Kapitän Christian Gentner stirbt im Stadion. Das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC ist vom Tod des Vaters von VfB-Kapitän Christian Gentner überschattet worden. Herbert Gentner sei unmittelbar nach der Partie im Stadion verstorben, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Samstagabend auf seiner Internetseite mit. Gentner Senior war zuvor im Stadion noch medizinisch behandelt worden, da er nach Angaben eines VfB-Sprechers zusammengebrochen war. Aufgrund des Vorfalls hatten die Verantwortlichen der Stuttgarter weitestgehend auf Kommentare zur Partie verzichtet. Das 2:1 des VfB gegen die Hertha dank zweier Treffer von Stürmer Mario Gomez 64. Minute 76 rückte dadurch in den Hintergrund. David Mittelstädt 38. Minute hatte die Berliner zunächst in Führung gebracht. Aber dann schlug Gomez zu, traf nach 682 Minuten wieder, und sorgte dafür, dass die Schwaben den Abstiegsrelegationsplatz verließen. Zuvor hatte Gomez am 6. Oktober ein Bundesliga-Tor für Stuttgart erzielt, am Ende jubelte er über sein 100. Pflicht spielt doch für die Schwaben.
Die Hertha rutschte durch die erste Niederlage seit Anfang November auf den 7. Platz ab. Was sich den 47.680 Zuschauern bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aber zunächst bot, trug alles andere als zur Erwärmung bei. Beide Teams konzentrierten sich auf ihre Defensivarbeit und setzten entsprechend kaum offensive Akzente. Der einzige Höhepunkt im ersten Durchgang war der Führungstreffer für die Gäste. Ein Pass von Dewe Selke stolperte im VfB-Strafraum zum aufgerückten Mittelstädt, der aus Spitzenwinkel aufs Tor schoss. Stuttgarts Torhüter Ron-Robert Zieler war zwar noch dran, verhinderte den Gegentreffer aber nicht. Ansonsten gab es zunächst so gut wie gar nichts zu sehen. Beide Mannschaften waren zwar mit erheblichen Verletzungsproblemen in die Partie gestartet. Aber dennoch überraschte vor allem die Passivität der abstiegsbedrohten Schwaben. Selbst die gelegentlich im Mittelfeld erkämpften Bälle fanden nicht den Weg vor das Tor der Berliner, weil dem VfB im Spiel nach vorne jegliches Tempo fehlte. Die Hertha dagegen wirkte in ihren wenigen Angriffsaktionen selbstbewusster und auch zielstrebiger, was mit der Führung belohnt wurde. Der VfB hinterließ im ersten Durchgang vor allem Rätsel. Keine Torgefahr, keine Sicherheit, keine Geschwindigkeit, den Gastgebern mangelte es an allem. Auch Gomez, der vor der Partie zuletzt am 6. Oktober beim 1:3 in Hannover ein Bundesliga-Tor für seinen Klub erzielt hatte, fand keine Bindung zum Spiel. Auch im zweiten Durchgang blieb der 33-Jährige zunächst blass, offenbarte dann aber fast aus dem Nichts seine altbekannten Qualitäten vor dem gegnerischen Tor. Eine lange Flanke von der rechten Seite köpften Nicolas Gonzalez im 16er der Hertha in Richtung Gomez, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Und der Treffer des Torjägers zeigte Wirkung. Stuttgart wurde mutiger und drückte die Berliner in die eigene Hälfte. Einen Kopfball vom Schadrack Akolo 74. lenkte Hertha-Keeper Rune Jahrstein mit den Fingerspitzen noch ins Aus. Kurz darauf aber schlug Gomez zum zweiten Mal zu und beförderte eine Flanke von Kapitän Christian Gentner per Kopf ins Tor.